Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn Versuch Nummer 2. Einen Dämon! Ruhe, Mutter, gib uns Kraft! Es ist soweit. Ich muss auf Position. Da kommt er. Oh, guck mal, ist so eine Kiste. Angriff! Oder noch? Oh, nee. Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Ja! Ah, oh, das ist wieder die Kacke hier. Ah, halt! Greif nicht direkt mich an, bitte. Das war's. Ja, sehe ich auch so. Komm, ich hab ihn noch. Ja, mir auf den Sack! Wow. Gut, ich kann ja auch die ganze Zeit nur ablenken und die anderen schießen auf ihn. Nein, das war daneben. Alter, es ist ein Scheiß Ernst! War auch nicht so schlau. Oh, Alter! Der Junge ist ja sowas von anstrengend. Ah! Komm, der! Wieso streckt euch alle hier hinten oder was? Geil. Jetzt kesselt er mich hier ein, aber wird er schlauer mit der Zeit? Ich werd irre. Jetzt aber auch nicht so richtig einen gejuckt. Ich dachte, da hätte ich jetzt mal was. Alter! Noch eine scheiß Medizin, ey. Oh, komm! Hilfe! Ah, oh, ja, okay, da hätte ich nicht kommen können. Oh, komm! Scheißfalle. Meine Hand. Auf das Scheiß! Die Richtung.
jetzt dein Scheiß ernst. Der hüpft direkt aus hier einfach drüber. Ist er down? Ich glaube, er ist down. Oh. Den Mördern bei der Erprobung. Für die Generationen vor mir. Wie kann er andere Maschinen übernehmen? Wie machst du das? Zeig's mir. Sie haben dir gehorcht. Wie? Das. Damit machst du das. Es verbindet sich mit dem Fokus. Kann ich das verwenden? Probieren wir es aus. Bloß ein paar Drahtschlingen. Das sollte halten. Ich muss es nur noch testen. Aloy, wie hast du das gemacht? Du tötest den Dämon und weidest ihn komplett aus. Die Kontrolle über die Maschinen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich will es an einer Maschine testen. Es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaube ich. Ganz genau. Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin. Ich muss mit Wald sprechen. Ich wusste, dass du anders bist, Aloy, aber... Aber was? Ich glaube, du bist ein Segen der Urmutter. Egal, was Rash sagt. Danke, Tab. Aber ich muss jetzt los. Das musst du. Ich denke an dich. Jesus. Krieger, das Tor muss sofort repariert werden. Und wenn ihr es zusammenflicken müsst, macht hin! Ich will erstmal Ludi. Okay, ist das voll mit? Überbrückung freigeschaltet. Ja, lass mich erstmal atmen. Schnee und Nebel. Weiß wie Knochen. Etwas düsterer Vergleich. Okay. So, dann würde ich mal sagen, I'm out. Ich muss dieses Gerät testen. Ich will wissen, was es kann. Teste den Überbrücker, aber vorher gehe ich shoppen. Ich bin gerade voll angespannt. hier, Outfits. Was haben wir denn da so? Effekte. Diese Kleidung dient der Tarnung und das Schwert ist die Trägerin zu sehen und zu hören. Rüstung einer Nora-Kriegerin für den Fronteinsatz im Kriegstrupp verstärkt. Die metallüberzogene Brustplatte schützt den Nahkampfangriff. Okay. Stille, Nora-Jägerin. Diese Kleidung dient der Tat. Achso, ja gut. Gut, ist mir eigentlich alles egal. Ich würde das nehmen, was ich am schicksten finde. Nora-Überlebende, stille Nora-Jägerin, stille Nora-Jägerin Mittel. Das hier ist also schon ein bisschen fancier. Sieht doch ganz lustig aus, aber irgendwie tendiere ich gerade dazu, nicht gesehen zu werden, ist ja auch eine gute Sache. So, geht's hier raus und direkt mal ein neues Outfit. So muss das sein. Hier, ich glaube, ich würde mir mal ein Gesundheitstrank kaufen. Wie viele kann ich davon rumtragen? Ja, die schaden nicht. Das sind gute Sachen. Davon nehme ich mir auch noch einen mit. Und wieder eine Gratis-Probenkiste. So habe ich das gern. Okay, alles andere. Lassen wir erstmal so. Nein, das wollte ich nicht. Nimm das wieder mit. Ich will, dass du es wieder mitnimmst. Ich hab's aus Versehen. Verdammt! Ich habe das Falsche gedrückt. Ich wollte eigentlich nur noch links switchen. Und ich kann es auch nicht wieder aufnehmen. Na, ist supi. Teste dieses Überbrückungsgerät hat eine Maschine überbrückt ein. Schwester! Wer spricht dort? Ich bin looten. Loot. Das nehme ich lieber mit.
Gott, war das anstrengend. Blöde große Maschine. So, wer hat jetzt gerade gesprochen? Es hörte sich von... Rom! Hier ist Olara, deine Schwester! Es hörte sich an, als bräuchte jemand meine Hilfe. Da! Oben? Komm ich denn da hoch? Ich helfe ja immer gerne, wenn ich weiß, wie ich wohin komme. Und da war irgendwo ein Fragezeichen. Jesus. Ja. Guten Tag, gute Frau. Wie kann ich helfen? Kannst du mich hören? Brauchst du Hilfe? Du hast die Erprobung überlebt. Ja, ich brauche Hilfe. Vor 10 Jahren wurde mein Bruder verstoßen. Seine Strafe ist vorbei, doch er kam nicht zurück. Sein Lager war leer und voller Blut. Du sagtest, das Lager deines Bruders war voller Blut? Die Krieger wollten ihn suchen und fanden es so vor. Ich frage mich, was passiert sein könnte. Ist er wirklich tot? Oder doch nur verwundet? Hat er Schmerzen? Braucht er Hilfe? Diese Ungewissheit ist unerträglich. Was machst du ganz alleine hier draußen? Ich habe täglich eine Kerbe in die Wand geritzt, bis Broms Strafe vorbei war. Aber auch nach 3 weiteren war er nicht zurück. Ich bat die Stammmütter, Krieger zu ihm zu schicken. Doch sie fanden nur ein Lager voller Blut. Die Krieger glauben, dass er tot ist, aber ich muss die Wahrheit wissen, darum wollte ich ihn suchen. Warum wurde dein Bruder verstoßen? Brom war immer ein bisschen anders, ein bisschen wirr. Einer der Jäger war gemein und ließ ihn nie in Ruhe. Ich war nur eine Stunde weg. Der Jäger stellte ihm nach, doch diesmal schlug Brom mit einem Stein zurück und brach ihm den Schädel. Geister hätten es ihm befohlen, sagte er. Die Stimmen der Vergessenen. Es kostete ihn 10 Jahre. Hätte ich ihn nur nie allein gelassen. Was meinst du mit Vergessenen? Die Urmutter verdammt treulose Frevler und verbannt sie aus ihrem Gedächtnis. Diese verlorenen Geister sind die Vergessenen. Rom hat oft gesagt, sie sprechen zu ihm, befehlen ihm Dinge. Es war so schwer für ihn. Und ich konnte ihm nicht helfen. Ich werde versuchen, deinen Bruder zu finden. Wirklich? Dann lass mich mitkommen. Ich bin keine Last. Ich weiß, wie man unbemerkt bleibt. Ich bin allein schneller. Wenn es so sein muss, finde ihn einfach. Bitte. Die Vergessene. Der Vergessene. Das Vergessene. Los, hau raus. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Danke, dass du das noch hinbekommen hast. Das wäre sonst peinlich und schmerzhaft geworden. Upsi. Okay, das war's mit dem Schleichen. Ernsthaft? Na toll. Wow, nicht schlecht. Achso, er ist tot. Er liegt tot. Ich dachte, er hätte mich getroffen und nicht ich ihn. Stufe 8, ich müsste mal wieder... das könnte ich eigentlich jetzt mal machen. Ich glaube, ich habe schon so eine Zeit lang keine Fertigkeitspunkte mehr vergeben. 6 Stück, coolio, dann kann ich auch mal in den Zweierbereich gehen. Was haben wir denn da so? Schlag von oben, drücke R1, um lautlos zu landen und kleine Maschinen, um Menschen zu erledigen oder größere Gegner schweren Schaden zuzufügen, okay? Ducken macht dich für deine Feinde schwerer sichtbarer. Bewege dich mit schweren Waffen schneller. Kritische Treffer verursachen mehr Schaden. Verdoppelt die Kapazität des Medizinbeutels, auch nicht schlecht. Ist eigentlich, das finde ich so gut, dass ich da direkt 2 Punkte reinhaue. Habe ich ja immer noch 4 Chancen auf mehr Rohstoffe beim Plündern von Vernichten von Maschinen. Kritische Treffer verursachen noch mehr Schaden. Was habe ich hier nochmal?
20% mehr Schaden bei Schlagangriffen. Das hätte ich auch irgendwann gerne. Zwei Pfeile gleichzeitig werden das dann also. Was war das hier? Also was anlocken. Das überbrücken. I see, I see. Ah. Ja, komm, das hört sich auch nicht schlecht an. Dann würde ich vielleicht einfach beim Zielen hier, dann machen wir das jetzt. Und einen von euch beiden. Leichte Speerangriffe schlagen wahrscheinlich ja Rüstung und Bauteile ab. Ja, dieses Anlocken, das mit dem Lockruf, das. Leichte Speerangriffe, schwere Speerangriffe schlagen Maschinen schneller nieder. Ja, Speerangriff ist guter Angriff. So. Dann hätten wir das auch. Obwohl. Einmal würde ich gerne noch. Ich habe ganz viele Kisten. Nehme ich gerne mit. Nehme ich alles mit. Alles mit. Alles mit. Nehme ich auch alles mit. Ah, war noch nicht. Geil. Habe ich jetzt so voll ganz viele Gesundheitstränke. Kurzer Blick auf die Karte. Genau das hatte ich vor. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung, wo ich bin. Ah, da muss ich lang. Da muss ich lang. Plünderer-Areal. Läufer-Areal. Die Sucherin vor den Toren. Teste die Überbrückungsgeräte an einer Maschine. Ja. Na gut, aber jetzt erstmal der Bruder. Vielleicht ein bisschen leiser, bevor ich noch so... Also mit leiser habe ich es heute irgendwie nicht. Very, very gut. Was haben wir hier? Ein Zünder. Na gut, den nehme ich auch einfach mal mit. Das nehme ich auch einfach mal mit. Nichts mehr zurückgelassen. Oh, ich bin ein bisschen angeschickert. So. Da bin ich alles voll mit. Aber damit nicht. Da ist schon wieder irgendwo eine Maschine. Aha, ich war weit genug weg. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. True, true. Oh, jetzt erstmal ein bisschen laufen. Das waren ein paar sehr stressige Folgen. Während in dieser bisherigen Aufnahmesession. Jetzt einfach mal ein bisschen entspannt durch die Gegend nach einem verschwundenen Bruder suchen. Ich hätte gar nicht hochgemusst. Ich wollte nur cool sein und hier hochgehen. Ja. Ich habe irgendwie meinen Weg verloren. Was ist Sinn, hier runter zu gehen? Ja, schon. Den kann ich hier nicht an den testen. Das muss ich an dieser speziellen Stelle machen. Was okay ist, ich kann sie auch gegebenenfalls so töten. Das muss Broms Lager sein. Ich sollte diese Wächter ausschalten. Das war der Plan. Jetzt oder nie. Stiller Schlag? Was? Was ist stiller Schlag? Seit wann kann ich das denn? Interessant. Fancy. Oh,
Okay. Blut, doch keine Leiche. Hui. Sorry. Dahinter muss noch mehr stecken. Ich wollte nur aufstehen. Einige Blutstropfen scheinen vom Lager wegzuführen. Drücke R1. So, wo denn? Hier. Okay, anscheinend nicht. Achso, Spurenauswahl aufheben. Spuren markieren. Jetzt müsste es klappen. Ja, das hatten wir ja eigentlich auch schon mal. Aber manchmal bin ich etwas vergesslich. Schwer zu glauben, aber wahr. Wem gehört dieses Messer? Hat jemand Brom damit angegriffen? Scheint noch mehr Blut zu sein. Und es führt von hier weg. Oh Gott, dieses Wetter. Das ist so richtig schön deprimierend. Das ist so geil. Das ist so gut gemacht. Da, ein Eimer. Hat jemand das Blut ins Lager gebracht? Die Blutspur endet hier. Aber der, von dem sie stammt, muss auch Spuren hinterlassen haben. Wollte da vielleicht jemand gar nicht zurück in den Stamm und täuschte seinen eigenen Tod vor? Spekulation, Spekulation. Gerade dabei, mich zu sehen, und hat das auch keinen Unterschied mehr gemacht. So, brav, alles mitgenommen. Jetzt bin ich wieder hier. Das ist verrückt. Ob das Blut im Lager wohl von diesem Eber stammt? Falls Brom das war, warum soll sein Volk glauben, er sei tot? Und wozu den Schrein schänden? Weiter geht's. Wie ihn das gar nicht juckt. Sag mal, ich boxe das Ding die ganze Zeit an, aber es ist bereit. Irgendwie. Viele hier. Ich habe mal ein Lichter. Eva, Eva!
Einmal schön looten. Warte kurz. Hä? Ach, den hier. Wenn es Brom ist, ist er sehr geschickt mit dem Speer. Ups, sorry. Falscher Knopf. Da ist er. So langsam. Müssen wir ihn ja mal auf die Schliche kommen. Ist da hoch? Also er ist offensichtlich in diesem Stein verschwunden. Jemand hat diese Vorräte geplündert. Ich bin ein Idiot. Entschuldigung. Hab's gleich. Jetzt komm. Und diesmal auch springen. So. So ist gut. Brom war sehr lange ausgestoßen. Wozu jetzt Nahrung und Ausrüstung stehlen? Geht's. Tut dir nicht weh. Entschuldigung. Hätte ich mit rechnen können. Das sind die Vorräte aus dem Lager. Wozu sie erst stehlen und dann wegwerfen? Sofort. Ich schwör's. Ich bring mich um. Ich bring mich um, bevor ich ihr wehtue. Lol. Action Jump. Ich schwör's. Ich bring mich um. Ich bring mich um, bevor ich ihr wehtue. Du bist kein Geist. Was willst du? Dass du von der Kante zurücktrittst, Brom. Nein! Lass mich in Ruhe! Siehst du nicht, dass ich nachdenken muss? Wie soll ich denn nachdenken, wenn alle mich anschreien? Bei so vielen Stimmen muss dir bestimmt der Kopf wehtun. Keine Angst, meine Stimme ist sanft und tröstend. Eine sanfte Stimme? Wie Olaras. Das ist so lange her. Jahre. Ja. Ja, ich höre zu. Viel besser. Jetzt erzähl mal, was bedrückt dich? Die Geister der Vergessenen. Von der Urmutter verfluchte Seelen. Ihre Stimmen lassen mich nicht in Ruhe. Sie wollen, dass ich Dinge tue. Menschen wehtue. Wenn ich zu den Nora zurückgehe, muss ich vielleicht sogar Olara wehtun. Eher bringe ich mich um, als das zuzulassen. Musst du denn auf die Geister hören, Brom? Sie sprechen jetzt gerade mit mir. Sie sind immer da. Kümmern sich um mich. Leisten mir Gesellschaft. Helfen mir. Außer wenn sie schreien. So wie als dieser Jäger mich niederschlug. Schlag ihm den Schädel ein, sagten sie. Das tat ich. Brom! Du lebst! Urmutter sei Dank! Verzeih, dass ich dir folgte. Ich musste selbst sehen, dass er okay ist. Oh nein! Nein, 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 nein! Nein! Bitte, Schwester! Ich kann dich nicht schützen! Ich brauche keinen Schutz vor dir, Brom. Er fürchtet, dass diese Geister, die er hört, ihn gegen dich aufhetzen. Kann deine Stimme sie verstummen lassen? Ja! So wie es vorher war. Er hat nur einmal jemanden verletzt, der ihn provoziert hat.
Ich will dir nicht wehtun, aber die Vergessenen, ihre Stimmen, mein Kopf ist voll von ihrem Geschrei. Für die Rückkehr zu den Nora ist Brom noch nicht bereit, aber er wird dir nichts tun, Olara. Ich weiß, wo ich bleiben kann. Eine Höhle im Berg der Urmutter. Dort könntest du mich besuchen, solange ich stark bin. Das bleibst du, Brom. Ich helfe dir. Danke, Aloy. Ich kümmere mich jetzt um Brom. Mögest du ungehindert von den Vergessenen ins ewige Gedächtnis der Urmutter eingehen. Oh. Ich hoffe wirklich, dass er ihn nicht wehtun wird. Aber ich wollte ihn jetzt auch nicht so alleine lassen. Und nein, die kriegen das schon irgendwie hin. So. Dillö, da muss ich hin. Da bin ich ja jetzt zum Glück ganz nah dran. Das hat sich ja... komm ich hier irgendwie... Oh, Alter. Wisst ihr was? Mir ist gerade aufgefallen. Wir sind bei 31 Minuten. Und das ist der schönste Sonnenuntergang? Aufgang? Es war eben Tag, aber davor war es auch dunkel. Ich glaube, es ist ein Sonnenuntergang. Auf jeden Fall ist es einer der wunderschönsten Videospielhimmel, die ich jemals gesehen habe. Und damit beende ich diese Folge in der Hoffnung, dass sie euch gefallen hat und dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin.